Einmal schnell pennen. Fünf. Warum mit fünf? Oh, hier sind die beiden. Die haben wir ja auch noch. Nee, die spalten wir aber auf. Ich glaube, das wird ein harter Kampf. Scheiße. Warum mit fünf? Wahrscheinlich für jede Quest noch die Wahl. Ich hab jetzt einen Sumpf durchs Wespenkönigreich, ne? So, können wir nicht hier hinten raus? Hinten im Sumpf aus. Das ist schlau. Hoppala. Das war eben nass. Perfekt. Oh, Meister! Bit! Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab den immerwährenden Saatling gefunden. Auch wenn es nur möglich war durch euer Opfer. Meine neuen Freunde können euch nicht ersetzen, aber sie sind gut. Ich wünschte, ihr hättet sie treffen können. Bitte. Du hättest gedacht, life ist so cool. Und Meister, ihr hättet wie so oft gescholten. Diese Begegnung kann leider nicht stattfinden. Aber ich werde sie in meinem Herzen tragen. Ich werde zurückkommen, um euch zu besuchen. Eine gute Rast jetzt. Für euch. Vielen Dank, dass ihr beide gewartet habt. Das nimmt wirklich ein großes Gewicht von meiner Brust. Gar kein Problem. Und mir fällt ein Stein vom Herz, so. Dann lass es mal weitergehen. Auch wenn dieses Biest verschwunden ist, ist es trotzdem kein Platz, an dem man lange bleiben sollte. Ja. Bis zum nächsten Mal. Gut, das war ernüchternd. Libellendorf würde ich auch mal gern. Ach Mist, Quatsch. Da waren wir im Kraftwerk, das wollen wir nicht. Ach guck mal. Ihr wollt zum Dorf? Wenn das der Fall ist, dann komm ich mit. Okay, lass mal los.
Okay. Bruder beschützt uns immer. Aber er schaut immer essen. Ich hoffe, er ist nicht zu sehr gestresst. Kann ich sagen, nicht so viel Neues. Da ins Wasser. Haben wohl nichts davon mitbekommen, was hier passiert. Oh. Der komische Freak ist auch immer noch da. Ja, danke dafür. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr von der Aufbruch sagen. Aus der Wüste mit dem weggesprengten Tor. Wäre ich doch wieder einfach mit dem Kompass wieder zurück in die Mitte gegangen und aus der Mitte. Ätzend. Ja. Ein abgetrennter Bereich. Dann haben wir gesagt, wir sollen nach Westen gehen und dann nach Norden. Thank you.
Bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo das sein soll. Also, was ist jetzt der große Plan? Jin brachte mich mal hier. Einst. Ich denke, es ist der Platz, an dem sie geboren wurde. Gleich hat sie gewartet, um hier hinzukommen, um dann hier zu greifen. Gibt es dafür irgendeine Basis, die das unterstützt? Nun, nein, aber bitte glaub mir dabei. Vertraut mir dabei. Das werden wir. Aber warum braucht ihr unsere Assistenz? Unterstützung. Ja, ich meine, ihr habt es auch alleine hier geschafft. Also. Mist. Oh, genau das ist das, was ich geschätzt, was ich schätze, was ich verdienen könnte. Ah, ja. Das hättest du noch vorher sagen können. Maki seine Pläne erklären? Bitte. Jetzt nicht, Kina. Die waren wahrscheinlich von der Energie von Jin angelockt worden. Lass sie nicht in die Nähe von Jin. Du musst sie beschützen, bis sie hüpft. Team, lass sie uns stoppen. Hallo Mojo. Ja! Die letzte Aufnahme. Ja. Bin wirklich dann doch mal durch und mach grad nur noch so ein paar Restsachen. Lang hat's gedauert, schön war's. Ja, ja, also wie gesagt, in der Stunde kommt die letzte Folge mit Abspann bei YouTube, aber es gibt ja noch einen Epilog, wo du halt noch ein paar Sachen nach dem eigentlichen Abspann erledigen kannst. So ein paar letzte Quests, ein paar Sachen, die ich noch offen gelassen habe. Das mache ich jetzt gerade noch. Dann ist wirklich, wirklich, wirklich Schluss. Bei dir alles gut. Was macht ihr bitte einfach? Wie sieht's bei euch aus? Also hier hält es auch Grenzen. Hier ist nur regnerisch heute und ein bisschen kühl. Aber Hamburg ist ja komplett verbunden. Hab ich gesehen. Zum Beispiel. Ich würde sagen, das sind Art, das hier sind so Kämpfe, die gefallen mir auch nicht so ganz. Einfach jetzt dieses Wellen von Gegnern besiegen. Das wäre doch ein bisschen mehr was Einzigartiges.
Oh. Spielemuck ist etwas laut, hoch und leise. Das ist super. Dann toll, dann wird die Aufnahme ein Traum, ey. Ich muss doch wieder ein bisschen hochregeln, ne? Ah, ich bin mal gespannt, Tedder, es ist schon wieder alles heute dabei. Ich habe mich eine Zeit lang muted gehabt. Ich habe am Anfang vergessen aufzunehmen. Das wird auch grandios im Schnitt. Irgendwann kriege ich das auch mal hin, um das Hauptproblem alles so. Jetzt ist besser, das freut mich. Geschafft, Gott sei Dank. Uff. Sieht so aus, als ob wir es geschafft haben, sie loszuwerden. Jin schlüpft. Ja, ja, ich habe die Mucke lauter gehabt, weil beziehungsweise ich habe den allgemeinen Sound habe ich lauter eingestellt als sonst, weil vor ein paar Wochen einer bei Hitman gesagt hat, dass der Ingame-Sound so leise ist. Deswegen hatte ich das ein bisschen lauter gestellt. Aber dann wieder vergessen, hierfür runterzustellen. Oh, guck mal, wie hübsch sie ist. Ah, Maki! Jin, du kennst meinen Namen? Helix durch, nee. Ich muss sagen, neben Arbeit und Streams und allem drum dran, bin ich völlig in Tunic versunken im Game Pass. Das hat sich so ein bisschen zwischengemogelt. Damit bin ich aber jetzt auch fast durch. Und dann werde ich wieder auf jeden Fall in Elix weitermachen. Ich weiß nicht, es ist nicht gar nicht so, dass ich keine Lust mehr habe. Bloß ich hatte jetzt echt die letzten Tage so wenig Zeit und so viel auch anderes um die Ohren. Und Tunic hat mich halt richtig geflasht. Weil das so ein geiles Metagame ist. Deswegen habe ich da jetzt erstmal so mich rein mit investiert. Oh, großartig, jetzt kann sie reden. Schön, euch zu treffen. Oh, schön, dich zu treffen. Vielen Dank, dem Schlangenmund. Ihr habt mir geholfen, sie in Sicherheit zu behalten. Jin ist jetzt auch, Jin ist auch unser Freund. Ist schon in Ordnung. Die hat ganz schön potente Magie. Ich wundere mich wirklich, wo das herkommt. Magie? Nun, dann sollten wir mal zurück zum Schloss. Nicht wahr, Bruder? Noch nicht. Als erstes werde ich mich erstmal bedanken bei euch für alles, was ihr getan habt. Ein Super Pepper. Wo sind noch Kristallbeeren? Ich raste aus. Oh. Eine Eirensaat? Eine. Das ist ja Maki. Diese Gegenstände sind. Das Mindeste, was ich auch geben kann. Macht euch mal keine Sorgen. Eine Eisensaat und ein Super Pfeffer. Wir werden sie gut nutzen. Ist das so? Nun, ja, wir suchen auch nach neuen Sparring-Partnern. Also. So ein wirklichen Kampf gegen euch? Ja, mein Bruder braucht richtige Herausforderer. Wenn ihr interessiert seid, ihr wisst, wo ihr uns findet. Eigentlich nicht wirklich. Ich meine, ihr bewegt euch immer wieder herum. Die Brücke zum Ameisenpalast. Wir werden darüber nachdenken. Bye. Bye, bye.